glaubst du nicht, Alter. Ey, ich könnte ausrasten. Ich könnte ausrasten. Was ist da? Hier, wir haben noch die Kulis bestellt. Ja. Sieht doch geil aus. Voll. Ich habe in meinem Leben noch nicht so eine gute Qualität gesehen. Ey. Ist da Hasenschiss drauf, oder? Was ist das denn für eine Scheiße, Alter? Ja, keine Ahnung, Alter. Irgend so eine Rotze. Jetzt mal ernsthaft, qualitativ ist das das Minderwertigste, was ich in meinem Leben bis jetzt gesehen habe. Oder? Ey, jetzt mal im Ernst. Wo ist denn da die Qualitätskontrolle? Wo ist irgendwas gewesen? Jetzt mal ernsthaft. Ey. Also der Kuli an sich schön, ja? Holzdesign, alles super, aber das Logo. Ja, komm, ich muss mal da jetzt an. Ich muss mal da ein bisschen extra fahren. Ich mach mal direkt da an. Weil, ey, so geht das überhaupt nicht, ne? Da denkst du, du hast auch nur mit Geschäftsleuten zu tun, weißt du? Business to Business, ne? B2B hier und dann sowas, Alter, ehrlich. Jetzt überleg mal, den Kunden überreichen wir so eine scheiß Qualität. Ja, moin. Moin, okay. Ja, Kacke, Alter, ehrlich. Wenn ich nicht wüsste, dass das unser Logo ist, würde ich nicht erkennen. Das sieht man. Leute, Alter. Ja, krass. So. Wo ist die Nummer? Nummer raussuchen. Warst du hier gerade was Wichtiges am machen? Ja, mach, minimier das nur. Alles gut. So, alles geschlossen. so, dann gucken wir mal die Nummer. Mahlzeit und Glück auf! Hey! Oh, und heute sogar mit Essen dabei, Mensch! Hey, läuft hier! Wahnsinn, läuft hier. Ey! Geil, geil! Müssen wir unser eigenes Catering hier bald bestellen. Sehr schön. Unglaublich. Ja, super. So, aber ja. Jetzt Schluss mit lustig hier, ne? Herbert kommt. Ja, genau. Aber, ihr habt das schon am Thumbnail und wahrscheinlich an der Überschrift entnehmen können. Es geht um das Merch. Desaster. Ja, wir haben uns für unsere Kunden und auch vielleicht ein bisschen für euch von daraus, für die Community, haben wir uns Stifte anfertigen lassen. Schöne, hochwertige Eichenstifte mit Logo drauf. Seht ihr das Logo? Nee? Wir auch. Super. So, und da kümmern wir uns jetzt mal drum. Dann rufen wir den Saftladen mal an. Mal gucken, was für eine Erklärung geht. Wo ist denn der Witz? Da ist der Witz. Jetzt mal gucken hier. Ohne Worte. Was denkt man sich denn bei sowas? Ja, verstehe ich nicht. Ernsthaft? Was ist das? Ja, einen schönen guten Tag. Birut, mein Name, von der Firma Potenzial. Grüße Sie. Hallo. Hallo, ich gebe Ihnen mal unsere Kundennummer. Und zwar geht es da um den Auftrag mit den Kugelschreibern. Ja, den haben wir bekommen. Und die Frage ist, haben Sie vergessen, da die Lupe beizutun? Ja, weil da fehlt eine Lupe. Da fehlt eine Lupe, weil das Logo, ich weiß nicht, haben Sie sich die Kugel oder hat sich die irgendjemand bei Ihnen mal angeschaut, diese Kugelschreiber? In der Produktion, das kann ich tatsächlich nicht. Aber ganz kurz nur, machen Sie es üblicherweise, also schauen Sie sich üblicherweise die Sachen raus, die Sie losschicken? Die werden mal angeschaut, ja. Ja, okay. Weil das ist ja ein riesen Fauxpas. Also das, was wir hier bekommen haben, ist qualitativ so unterste Schublade. Da fehlen mir die Worte. Da fehlen mir die Worte. Ja, ich kann jetzt auch für den Auftrag gerne einmal ein Reklamationsformular freischalten. Das sowieso, das auf jeden Fall. Ja, und die Frage ist aber, die ich mir stelle, wie konnte sowas passieren? Ich meine, Sie sind auch ein Unternehmen, namhaftes Unternehmen, haben sehr viele Kunden. Und sowas an einen Kunden rauszuschicken, das funktioniert doch gar nicht. Weil wenn wir das unseren Kunden zeigen, was sollen die denn von uns denken? Na klar, verständlich. Also das werden die Kollegen definitiv auch nochmal prüfen, was genau falsch gelaufen ist. Da muss nichts geprüft werden. Das reicht ein Blick von einem ungeschulten Azubi, reicht aus, um zu sagen, ja, das ist kein Produkt, was wir an irgendeinen Kunden rausschicken dürfen. Na klar, verständlich. Ich habe Ihnen das Formular schon freigeschaltet. Also dann würde ich Sie tatsächlich bitten, dass Sie uns davon einmal ein Bild machen.
uns dann einmal das Formular ausfüllen, das kriegen Sie gleich nochmal per E-Mail zugeschickt. Mhm. Und dann würden die Kollegen sich dann morgen früh direkt nochmal mit Ihnen in Verbindung setzen und spätestens okay, ja, dann hoffe ich mal, dass wir es hinkriegen. Die Kulis an sich sind soweit in Ordnung. Nur das Logo, das ist, da sieht aus wie ein Hasenköttel da drauf auf dem Kuli. Da ist nichts zu sehen. Selbstverständlich. Ne, und Kulis mit Hasenköttel jetzt an Kunden zu verschicken, das ist nicht so unser Ding. Ne? Nee, klar, das ist natürlich auch nicht unsere Absicht. Also ich gebe den Kollegen da auch nochmal Bescheid und die werden sich dann definitiv super, das ist nett von Ihnen. Dann bedanke ich mich, warte auf das Formular und hoffe, wir kriegen das geklärt, weil so eine. Damit können wir so nichts anfangen. Ja, klar, verständlich, aber das kriegen wir definitiv hin. Super, dann danke ich, wünsche noch einen schönen Tag. Danke gleichfalls. Ciao. Tschüss. Ja. Warum kann man denn keine Hasenköttel verschenken? Ja, das frage ich mich auch. Ja, also. Das ist ja unglaublich, was wir da abgeliefert haben. Ja, also bei so einem Produkt, da muss schlechte Bewertung raus. Auf jeden Fall. Ja, ich kann sowas auch nicht nachvollziehen, jetzt mal ganz ehrlich. Also wie kann man, da muss doch zumindest irgendjemand da sitzen, der eine Qualitätskontrolle macht. Da muss ja nur einmal drüber schauen. Wie gesagt, da kann der Azubi, ach, da kommt, der kann der Postbote, der das abholt. Bevor er das mitnimmt, guckt er einmal drüber und sagt, nee, da nehme ich nicht mit. Leute, was habt ihr hier gemacht? Gut, hat's alles mitgehört. So. Meine Fresse, ehrlich, das ist unglaublich. Ärgerlich. Ja. Ärgerlich. Definitiv. Also. Und jetzt stell dir mal vor, das passiert mit den ganzen Artikeln, die wir da jetzt bestellt haben für unseren Merch-Anlauf, den wir ja jetzt machen wollen. Wenn das wollen. So solche Artikel sind, ja, guck mal, unsere Art ist es ja, jetzt nicht den Namen zu nennen, ja, die jetzt nicht schlecht zu machen, wir geben denen allen noch eine Chance auf jeden Fall. Ja, also das wirklich unter Schublade, ich habe wahrscheinlich auch noch nie ein Produkt gekriegt, was so schlecht war, also so schlecht, nee. Ja, also nee. Wirklich unter Nein. Schublade. Aber wir geben denen noch eine Chance. Das war so die Verarbeitung. Das Produkt an für sich ist doch. Das ist ja gut. Ja, ja. Das ist ja gut. Das sind ja wirklich, die sind ja hochwertig, so wie wir es haben wollten. Aber der Druck da drauf, das ist ja lächerlich. Und vor allen Dingen saßen wir noch davor und haben gesagt, sollen wir dieses oder diese Variante nehmen und haben uns für die hochwertige Variante entschieden. Also haben nochmal locker da 50 Cent mehr bezahlt pro Artikel. Pro Artikel, ja. Er musste dir mal reinziehen. Ja. Ich habe mich schon gefreut. Ich dachte, boah, geil. Du musst ja mal fragen. Du hättest mal fragen, habt ihr alle keinen Bock mehr? Ah, von außen fragen, sollen wir heimfahren? Sollen wir heimfahren? Habt keinen Bock mehr oder was? Hä? Logos müssen sichtbar sein. Ganz genau. So. Ganz genau. Ehrlich. Ich schwöre dir, das ist so ein Witz. Das ist echt ein Witz. Ach, ehrlich. Ja. Naja, ich würde sagen, wir nehmen die Leute aber auf der weiteren Reise mit diesem Unternehmen mit. Sollten wir da dennoch irgendwann mal zufrieden sein, ja, dann werdet ihr das auch mitbekommen. Ja, das heißt, wir nehmen euch da mit. Wir haben noch weitere Produkte bei diesem Unternehmen bestellt und wie gesagt, sollte das so weitergehen, dann müssen wir zum Anwalt. Wir müssen die verklagen. Wir müssen die ausziehen. Wir müssen sie nackig machen. Ehrlich. Aber jetzt beruhigen wir uns erstmal. Ne? Wie spät haben wir? Nur halb. Wir haben halb fünf. Mhm. Das heißt, jetzt gibt's ein Bier. Jetzt gibt's ein Bier. Super. Ja. Habe ich selten. Was man natürlich sagen muss, die Mitarbeiterin von denen am Telefon war auch professionell. Also wahrscheinlich liegt es daran, dass sie öfter solche Anrufe bekommen und darauf geschult werden, genau auf sowas zu reagieren. Das kann gut sein. Wie gesagt, man muss jetzt aber auch dazu sagen, ganz ehrlich, das ist ja in jeder großen Firma so, die gute Frau. Natürlich, kann jetzt nichts dafür. Die hat die Kulis nicht gemacht und nicht bedruckt. Da sind die Hampelmänner, die das nämlich da verpeilt haben, nämlich in Schuld und nämlich kein anderer. Weißt ja. du? Also, da muss man mich jetzt nämlich auch darauf achten, dass man da eigentlich den Richtigen dann zur Rechenschaft eigentlich mal ziehen sollte. Halt. Aber das ist immer schwierig, da die kommst Voll, du ja gar nicht. Auf jeden Fall. Und sie ist Teil des Unternehmens und als Teil des Unternehmens muss man da auch nicht. Muss man da auch mal und, definitiv auch mal ne, die Buchs mal hinhalten. Ne? So. Ja. In diesem Sinne. Stößchen. Herrlich. Und schon hat das Leben wieder einen Sinn. Ne? So. So. Reklamation ist raus. Ne? Also. Ne? Das Logo ist kaum auf dem Kugelschreiber zu erkennen. So eine Art von Werbegeschenk ist inakzeptabel. Sehr schön. Ne? Das reicht da kurz und knackig. Das Foto ist ja wohl ausschlaggebend genug, ne? Dass man da überhaupt nichts sieht. Man könnte es sogar für einen Ast noch halten. Vollkommen. Ne? Normalerweise hätte man gar nichts schreiben müssen. Also normalerweise reicht ein Foto mit einer Kacke raus und dann. Das ist,
soll ein Werbekunde sein, Alter. Ich... Aber, komm, wir beruhigen uns wieder. Wir genießen jetzt unseren Feierabend. Wir haben uns genug aufgeregt über diese Kacke. Und, hast du recht. Hast du recht. Ja. Also, würde ich sagen, ja, euch da draußen, ihr wisst, was zu tun ist. Glocke an, Abo dalassen. Und wenn es euch gefallen hat, wie immer, kommentieren, liken und schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, Mahlzeit und Glück auf.